Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Production Line. Wir sind in der neuen Aufnahmesession und gleichzeitig in der neuen Spielversion, die 1.22 ist es, glaube ich. Und wie man sieht, gibt es hier ein Problem bzw. eine Änderung. Und zwar ist die Reihenfolge der Montageslots geändert worden, dass die einer, sag ich mal, realistischeren Logik folgen. Und das kommt jetzt halt dann uns ins Gehege, sodass wir hier erstmal umbauen müssen, damit wir heute mal ein bisschen weiter ausbauen können. Und hier sieht man schon, da steht Next Slot Requirements Not Met, sprich Fit Breaks kommt nach den Auspuffanlagen. Das heißt, wir müssen den hier mal wegreißen, den wegreißen und austauschen. Jetzt waren wir ja sowieso schon so ein bisschen in Verzug mit den Produktionsstätten bzw. Montageplätzen, die hier so ein bisschen aufstauen. Das heißt, wir werden die jetzt erstmal im Pausezustand wegreißen. Das heißt, die können auch weg. Die schieben sich dann nämlich nachher etwas auf. So, und er sagt jetzt, hier müssen wir Breaks haben. Tüdelidü, wo haben wir sie denn? Da müssten die sein. Und hier ist auch die Reihenfolge passend. Einmal, jetzt hätte ich Shift drücken sollen, da wäre es leichter gegangen. So, was? Production Slot Details, Window Shows Details, Information und Card Room Slot. Like, Click, Time, bla bla. Lies mir das gerade mal durch. Ja, gut, ist halt nur noch eine Info, was hier gerade los ist an dem Slot selber. Wieso läuft die Zeit jetzt schon wieder? Will ich doch gerade gar nicht. Wir machen hier erstmal eben die Upgrades rein. ABS. Ja, jetzt kommt eine Karte, Action und Slot. Das sind jetzt neue Informationen, die eingebaut worden sind ins Spiel, um darauf zu laufen, um dementsprechend neue Neulinge im Spiel sozusagen an das Spiel auch heranzuführen. Das ist ja zum Anfang dann doch ein bisschen unübersichtlich, beziehungsweise nicht gerade so ganz selbsterklärend. Ich nehme mal alles rein. Ich glaube, wir haben sowieso alles verbaut. Predictive Stock Control. Ah, okay, da ist noch eine Geschichte, die ist jetzt neu reingekommen. In Bezug auf Lager- und Ressourcenverwaltung. Da müssen wir mal schauen, wie sich das auswirkt. Vielleicht kommen wir dann ja hier mit den Headlights wieder klar, mit den Lampen. So, pass auf, wir haben jetzt hier Fit Breaks drin. Da muss ich jetzt gerade mal eben schauen. Normalerweise müsste dann Felg und Reifen hinterher kommen. Da schauen wir dann gerade mal eben. Fit Wheels kommt dahin, Shift gedrückt halten, plopp, plopp. Und dann müssten eigentlich Reifen kommen. Was? Also er sagt jetzt hier Fit Breaks. Okay, das sind die Fahrzeuge, die halt noch vom vorherigen Spielstand übergeblieben sind. Da sind die falschen Sachen noch montiert. Das heißt, wir werden die einfach mal hier sozusagen auslöschen. Gut, das passiert schon mal. Wie gesagt, wir spielen ja in der Early Access und von daher ist das alles verzeihbar. Insufficient Resources, warum? Ja gut, da fehlt jetzt die Elektronik. Gut, da schauen wir mal, wie sich das hier jetzt weiterentwickelt. Ich hoffe mal, dass die Fabrik jetzt nicht im Chaos versinkt. Forschungszeiten sind auch ein bisschen reduziert worden, aber wir haben ja einigermaßen gut uns aufgestellt mit den Forschungsgeschichten, sodass wir da jetzt nicht überrannt werden mit Neuerungen. Ein Bug ist auch behoben. Das zeigt sich jetzt auch schon, dass nach Neuladen plötzlich alles Sedans waren. Also normale Limousinen, das ist weg. Dementsprechend müsste ich hier auch die Reihenfolge, jawohl, das ist alles okay, drin sein. Gut. Dann heißt es jetzt weiter forschen, weiter aufbauen. Ich sollte hier vielleicht auch dementsprechend mal die ganzen Geschichten mit einbauen, die wir noch haben. Ist natürlich jetzt ein bisschen umständlich erst und das natürlich auch. Tire Pressure, bla, extra Robots. Und hier ebenfalls die Luftdrucküberwachung. Was haben wir da? Predictive Stock Control, okay. Da müssen wir mal schauen, was das genau ist. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ich hoffe jetzt mal, dass die Autos hier weiterfahren. Irgendwann mal. Oder sind das noch die, die jetzt auf den anderen Slot warten? Das kann natürlich sein. Weil die standen vorhin auch schon da. Ja, jetzt geht's weiter. Okay. So, damit haben wir die Neuerung implementiert, wie es so schön heißt.
Das ist halt eben eine Reihenfolge, die logischer ist, sprich erst die Bremsen drauf und dann die Räder und Reifen. Das ist also geändert worden. Ist jetzt kein großer Umstand für uns gewesen. Gut, insufficient Resources, das ist natürlich ungünstig, wenn man das mal so ausdrückt. Schauen wir mal. Wir können ja dann uns dementsprechend die Fabrik in den nächsten Bereich ausdehnen, um da so ein bisschen abzufangen. Jetzt schaue ich mal hier. Die Door Panels, insufficient Resources, das ist sehr schade. Aber hier werden jetzt keine Servos. Ja doch, da sind sie auch schon wieder. Das nervt. Aber wir haben hier diese Servoproduktion, haben wir ja reingenommen. Genau, Servo Manufacturer. Das heißt, die werden wir eventuell dann bald selber herstellen können. Beziehungsweise ich schaue mal gerade eben in die Forschung rein. Da sind wir einigermaßen weit. 2800 von 37. Genau, das war ja so ziemlich auch das letzte, was genau hier das ist. Das sind Reorders Resources at the start, not at the end of the production cycle. Ah, okay. Das heißt also, dass von den Produktionsslots die Anforderung der Ressourcen, also wie zum Beispiel jetzt an der Stelle, wo wir die Lampen, das Lampenproblem haben, beziehungsweise das Servoproblem haben, dass sobald die verbaut werden, also sobald das anfängt, werden die Ressourcen dann angefordert. Das heißt, wir haben ja hier grundlegend schon immer das Problem gehabt der Servomotoren. Sobald die anfangen, die einzubauen jetzt, dann würden die auch gleich jetzt schon, also in dem Moment angefordert. Das heißt, der Ressourcenfluss müsste etwas optimierter sein, sodass wir dann hier, wo insufficient Resources sind, genau wie hier bei den Lampen, das nachher mal probieren. Mittlerweile haben wir das aber eigentlich überall. Das ist ungünstig. Hier fehlt ja alles. Um Gottes Willen. Naja, gut, schauen wir mal. Wenn wir uns in diese Fabrikhalle ausdehnen, haben wir jetzt keinen direkten Vorteil eines nahegelegenen Ressourcenslots. Wie sieht es auf dieser Seite aus? Den haben wir ja schon mit reingenommen. Wir könnten hier noch mit einen reinziehen. Die Frage ist, ob sich das lohnt. Ich glaube eher nicht. Naja, schauen wir mal. Gut, das ist also eine Geschichte, die ist anscheinend mit reingenommen. Marketing gibt es, soweit ich weiß, aber immer noch nicht. Schade. Das heißt, auf der Forschungsseite kommen wir doch einigermaßen gut klar. Die Kosten laufen uns jetzt gerade auch nicht unbedingt weg. Ich bin da immer so ein bisschen konservativ aufgestellt, so ein bisschen vorsichtig, dass uns da halt nicht die Finanzen aus dem Ruder laufen, denn sobald man ins Minus rutscht, ist man auch pleite. Gut. Wie sieht es denn aus? Welche Fahrzeuge stehen auf Halde? Die dicken SUVs gehen etwas weniger weg. Oh, sehr schön. Das ist raus. Das heißt, wir werden dieses Predictive Stock Control mal reinnehmen und dann gleich mal schauen, ob sich das auswirkt oder positiv auswirkt. Wir haben das Problem, dass wir jetzt dementsprechend an den Slots hier aufgehalten werden, sodass wir nicht den hohen Ausstoß haben an Fahrzeugen, den wir eigentlich haben müssten. Sensoren, okay. Die Frage ist jetzt, setzen wir uns hier eine Servomotorproduktion schon mal irgendwo rein oder nicht? Hier werden wir ausgebremst über diese Geschichte. Okay. Das sind die Türen. Aha. Hey, die Chips fehlen. Toll. Chips und Sensoren. Naja, mal gucken, wenn wir die Forschung durch haben, ob sich die positiv bemerkbar macht. Haben wir sonst noch was, was wir erweitern können? Im Moment nicht. Ich würde halt eben erstmal versuchen, die Ressourcenzuteilung oder den Ressourcenfluss zu erhöhen, zu verbessern. Hier kommen wir natürlich jetzt auch so langsam ins Stocken im Sinne von, dass die Fahrzeuge hier hinten nicht nachkommen, weil an dieser Stelle das Ganze stockt. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal eben oder jetzt sofort die reinnehmen. Was haben wir denn für Zeiten? 1,56 braucht er insgesamt. Upgrades haben wir hier noch nicht drin. 1, 2, 3, 4 Stück kommen noch dabei. Das heißt, dieses letzte haben wir jetzt gerade in der Entwicklung.
Komm, ich hau uns da oben noch mal eben. Hau ab. Ein, zwei Forschungen rein. Weil das sind ja doch schon jetzt enorme Punkte, die ja verbraucht werden. Max Servus. Ah, sehr schön. Research Office. Komm her, Center. Jetzt haben wir mal noch mal einen dabei. Wie viele Punkte machen wir jetzt? 1, 6. Ah, okay. Die Kosten sind ja nicht so ganz hoch. Dann würde ich erst dieses Predictive Dingsbums da einsetzen, bevor ich diese Linie hier verdoppel. Obwohl, eigentlich können wir die auch sofort machen. Komm, ist egal. Fit Door Panels. So, dann machen wir mal eben fix den Ausbau hier. Fit Body Frame. Da ist auch nicht eine Umbenennung gekommen, soweit ich weiß. Lass uns mal eben schauen. Fit Trunk, Body Frame, Chassis. Genau, ne, Fit Undercarriage. Ist egal. Fit Doors, das wollten wir machen. So, den musste ich jetzt wegreißen aufgrund der Tatsache, dass wir... Wieso geht das jetzt nicht? Achso, wegen dem da, gut. Weil der so ein ungünstiges Layout hat. Mal eben schauen, was hatte ich mir denn da überlegt? Achso, den muss ich so setzen, ne? Ja, die sind dann... Ach, den hätte ich sogar sitzen lassen können. Na, okay. Mein Fehler. Das wird aufgeteilt auf zwei Linien, das ist okay. Dann setzen wir den da wieder hin. Das ist schon mal durch. Dann forschen wir gleich mal eben weiter. Das heißt, wir setzen mal ein bisschen in die Technologie. Man merkt es auch, die Konkurrenz, die ist nicht mehr ganz so aggressiv mit dem Forschen. So, pass auf. Nicht, dass uns jetzt hier gleich alles auseinanderfällt. Den brauchen wir. Den schließen wir dann hier an. Das wird dort angeschlossen und das dort. Somit haben wir das wieder komplett. No Route to Stockpile, den haben wir gleich erledigt. So, du kriegst jetzt... alle Upgrades. Du kriegst ebenfalls alle Upgrades. Und den Anschluss an die Versorgung. Zack. Voila. No next slot connected. Warum? Achso, das ist noch so ein Überbleibsel. Gut. Der sollte eigentlich jetzt gleich arbeiten. Die Frage ist jetzt, machen wir den hier rechts rüber oder links rüber? Spielt eigentlich gar keine Rolle. Hallo? Warum arbeitet ihr nicht? Spiel? Ist das strange? Also wir haben die Predictive Things Geschichte eingesetzt und jetzt steht hier alles. Warum? Waiting for next slot. Moment. Die gesamte Produktion ist... Ne, da wird produziert. Wieso wartet der jetzt auf den next slot? Haben wir hier noch was ungünstig oder no next slot connected? So, pass mal auf, ich mach mal eben die Route neu. Das kann natürlich immer mal sein, dass sich da das Spiel so ein bisschen sträubt, was es eigentlich nicht tun sollte. Waiting for next slot. Moment, fit doors. Haben wir da einen Fehler gemacht? Nee, eigentlich nicht, ne? Ich bin doof. Ich habe Fit Doors gesetzt statt Door Panels. Ja, mein Fehler. Gut. Schlag mich. Kann passieren. So, der muss da nämlich hin. Ah, siehst du, das Layout sieht nämlich, eine ganz andere Ecke aus. Ganz andere Ecke. So, mein Gott. Dieses Layout sieht etwas anders aus wie das von den Fit Doors. Das braucht nämlich wesentlich mehr Platz. So. Jetzt haben wir es.
Predictive kommt rein. Muss man für jeden einzelnen Slot machen. Als Upgrade, das ist aber nicht schlimm. So, du kommst dahin, du kommst dahin. Naruto Stockpile, der sitzt da dran, okay. Make Light, okay, this. Achso, den kann ich da jetzt machen. Direktional Headlights. Da kommen wir die LEDs, nehmen wir auch noch rein. So, lange Rede, gar kein... Achso, da ist noch ein Stückchen Licht. Gott. So. Gut, habe ich mich mit vertan, sorry. Naruto Stockpile, ach, der fehlt auch. Okay. Jetzt nicht mehr. So. Wollen wir hoffen, dass wir unten ein bisschen durchkommen, besser durchkommen. Haben wir denn jetzt die Predictive-Geschichte drin? Ja, das ist drin. Okay. Dann springen wir mal eben fix hier hinten rüber. Ja gut, die warten jetzt nicht, weil kein Fahrzeug ankommt. Das heißt, wir müssen erstmal abwarten, ob sich das wirklich jetzt negativ oder positiv auswirkt. Letztendlich können wir diesen Upgrade überall in die Station reinziehen. Weil die schwätzen jetzt immer hier von wegen insuffizient. Oh, da ist schon automatisch drin. Oder wie? Wäre natürlich nice. Ah, okay. Das kann aber irgendwie nicht richtig sein, dass das jetzt überall schon drin ist. Ah, nee, das hatte ich schon gekauft. Okay, alles klar, habe ich übersehen. So, bei Fit Lights hatten wir das gleiche Problem. Das heißt, wir werden hier mal die Predictive reinnehmen. Bin mal gespannt, wie gut das funktioniert, ob es funktioniert oder auch nicht. Ansonsten hatten wir unten noch ein kleines Problem. Aber wie gesagt, da schauen wir jetzt gerade mal, bis die Klamotten rankommen. So, er ist hier immer noch am Schwätzen, insuffizient. Predictive. Nein, ich will nicht das Fahrzeug sehen. Ich möchte ganz gerne das hier. Da ist es schon drin. Okay. So, jetzt folgendes. Wir haben die Headlights drin. Direktional, da sind sie. Directional Headlights. Okay, das sind, glaube ich, Lichter, die dem Kurvenverlauf dann folgen. Lane Departure Warning. Können wir auch mal klein reinnehmen. Reverse-Kamera hatten wir auch nicht drin, mein Gott. Das ist natürlich dann Lane Departure Warning. Und Reversing-Kamera. Trunk müsste eigentlich eingebaut werden. Schauen wir gerade mal eben. Das war Fit Trunk. Wo ist denn das? Da ist das Dach, da sind die Door Panels. Body Shell, ah, das ist die Umbenennung. Das hieß früher anders. Wo sind jetzt hier Fit Trunk? Windows. Da ist es doch. Power Tailgate. Predictive Stock Control nehmen wir einfach mal rein und Reversing Kamera. So, jetzt kann es auch eingebaut werden. Haben wir noch nicht drin gehabt. Okay, jetzt aber. Und wie man sieht, hier wartet man immer noch auf die Ressourcen. Das heißt, ich würde jetzt ganz gerne einfach mal zusehen, dass wir also ich schaue mal gerade. Die Servos, die waren meiner Meinung nach, ja, hier sieht man auch schon Stückzahl 3275 Servos müssen importiert werden. Das heißt, wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir haben ja hier oben sowieso den Zugang. Ich werde jetzt zusätzlich hier oben eine Servoproduktion aufbauen und mal schauen, ob wir dann dort besser wegkommen. Die müssten dann Mac Servos. So, was war jetzt Input, Output? Ich glaube, oben ist die großen grauen Paletten. Das müsste Input sein, okay. Das ist aber ein ungünstiges Layout. So, setzen wir. Ja, super. Make Lights haben wir nicht drin, ist okay. Achso, den haben wir weggerissen aufgrund von Problemen. Spieltechnisch. Gut, dann machen wir den mal mit rein. Nicht spieltechnisch, sondern ja.
ihr wisst schon, das Lampenproblem. Pass mal auf, den setzen wir jetzt einfach mal spaßeshalber hier hin. Resource Importer. Need to click and drag and, ja, alles klar, es ist hier die Meldung als Spielhilfe. So, und den schleusen wir jetzt hier mal hin. Und wie man sieht, das war genau richtig, da kommen die Eisenblöcke. Und der produziert hier jetzt ohne Ende Servos, die also zuzüglich jetzt eingeschleust werden ins System. Ich kann die natürlich jetzt noch in ein Lager schaffen. Und unseren, da haben wir es ja sogar schon, den Produktionsstätten sagen, dass die Central Locking bevorzugt aus dem eigenen Lagerbestand nehmen. Da steht es auch schön, Prefer Local. Sehr gut. So, wir hatten die anderen Lampen mit reingenommen, ne? Achso, das war eine Ergänzung für Make Lights. Na gut, haben wir das. Alles klar, so. Haben wir diese Folge erstmal gerade nur ein bisschen umgebaut. Das, was das neue Spiel, die neue Spielversion, so jetzt habe ich es, reinbringt, haben wir mal mit implementiert oder zumindest versucht. Mit dem Predictive und so weiter. Wir haben die Produktionsstätte hier umgebaut. Und schon sind 20 Minuten rum. Geht schnell. Aber egal. Morgen geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, bis morgen dann bei Production 9. Bis dann. Ciao.